Sind viele, die weinen, gell? Sind viele, die weinen. Aber ich freue mich, dass die weinen. Wenn sie einmal jetzt im Moment wissen, was sie verloren haben, gell? Wahrscheinlich gehen sie nächstes Jahr und machen sie wieder nochmal dasselbe. Meine ich ja, gewinnen sie richtig. Einer der Hauptgewinner trotz allem war Stein, der seiner Rolle als Kapitän heute mehr als gerecht wurde. Stepanovic, statt Zigarre jetzt mal das Mikro. Hallo. Sie müssen und wollen in der nächsten Saison diese Mannschaft weiter betreuen. Wie soll diese Mannschaft aussehen? Sie sollte ja als Mannschaft aufgebaut werden Richtung 2000. Wissen Sie denn jetzt schon in etwa, wie die Mannschaft aussehen soll, wird? Ich finde erstmal, diese ganze Gespräche, ja, man soll sich nicht immer wiederholen. Ich glaube schon, dass man alles erfahren hat über den Andy, Verein, Gerste und so. Über eine tolle Saison haben sie kein Wort gesagt. Hat mich ein bisschen gestört, diese Lachen über Andy. Das ist ein junger Mann, den wir Weg zeigen müssen. Und der wird es schaffen hier bei uns. Diese tolle Saison ist auch ihm zu verdanken. Oberbein, Jeboa, Manni, Binz und der restliche Webe und Uli Stein. Und über tolle Saison, die so gespielt haben. Deshalb haben die Jungs so heute leicht verdaut, dieses Endspiel. Ich habe mich gefreut über die ganze Saison. War schwer heute, aber ich hätte mich also nicht freuen können, wenn wir vor 6 Wochen 3, 6 oder was weiß ich, wie viele Punkte da unten gestanden haben und nie eine Chance, so ein Endspiel mitzumachen. Den Rüffel nehme ich gern entgegen und ich hole das jetzt mal nach. Herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Saison und zu einer Vielzahl von tollen Fußballspielen. Das gehört sich am Anfang, gell? Okay. Nehme ich entgegen, Sie haben völlig recht. Nehmen Sie als Zeichen. Ja. Hallo, Christoph, lach doch nicht, gell. Lass dich nicht so viel jubeln, gell. Nächste Saison gibt es ja wieder Druck. Ja. Ich habe gerade gesehen, das war Günther Peter Ploog, der dann eine Zigarre reingereicht hat. Ich meine, Herrn Stepanovic, sollte ja klar sein, die Eintracht ist über die Saison, über die vielen Wochen und Monate hinweg so oft gelobt worden für gutes Spiel, ist allerdings auch attackiert worden für merkwürdige Pannen. Also auch von hier aus sei das nochmal ausdrücklich unterstrichen. Die Eintracht hat sich von ihrer allerbesten Seite gezeigt, vor allen Dingen in der Rückrunde. Dragoslav Stepanovic, ist es okay so? Ja, ist okay, aber er ist der Erste, was Sie gesagt haben, und dann okay. Der Zweite, oder? Wir tun jetzt so, als könnten wir das umdrehen. So? Wenn Sie hierher kommen, dann drehen wir um. Kriege ich die Zigarre verpasst da? Sie rauchen nicht, oder? Nee, ich rauche nicht. Ja, ich sehe schon. Ich sehe sehr gern, wie Sie rauchen. Das ist ja auch was, oder? Alles Gute. Danke. Und für die nächste Saison, wir werden Sie wiedersehen, wir werden uns wieder über Sie freuen und wir werden sicherlich tolle Spiele der Frankfurter Eintracht sehen. Herzlichen Dank, einen schönen Abend trotz allem. Danke. Außerdem, ich habe vergessen zu sagen, der Toni war heute blass. Normalerweise, wenn ich nicht blass war heute. Unsere zwei Spitze, die laufen nicht, also wie der Andy, 50 Meter Spurt, sondern die brauchen Bälle im Fuß, da drehen sich. Vom Ganzen bin ich ja mit dem Start zufrieden. Mit dem Spiel bin ich ja mehr zufrieden als mit Punkt. Und glaube ich schon, dass wir also Saison, die vor uns stehen, genauso gut eine Rolle oben spielen können wie letzte Saison. Eintrachtstrainer Stepanovic setzt ja auf ein bewährtes. Der Kader ist fast geblieben, die Namen weisen Alter und viel Erfahrung auf und sein Zigarillo darf auch nicht fehlen. Heute, gell, wenn die zwei nicht spielen können, spielen die anderen zwei. Ich weiß, dass Sie ungern so früh nach vorne schauen, dennoch im Hinblick auf das Bayern-Spiel, der Manni soll wohl eine Kapselverletzung haben, so habe ich gehört. Wenn er nicht spielen könnte, wer wäre denn die Alternative auf dem Libero-Posten? Der Manni ist ja genau hart wie ich, ja. Der spielt ja. Aber Nachtwa ist ja eine Alternative. Okay, vielen Dank, Dragoslav Stepanovic, für die netten und freundlichen Worte. Ich darf mich von Ihnen, liebe Zuschauer, mit Dragoslav Stepanovic verabschieden. Sage Ihnen noch die Ergebnisse von den Spielen, Ciao. Die bisher vorliegen. Tschüss, Drago. Der Meister. Ich gebe jetzt ab an Andreas Thiek. Und wir stehen hier bei mir Dragoslav Stepanovic, der Trainer der Eintracht Frankfurt. Felix. Herr Stepanovic, das wird ein schweres Stück Arbeit im Rückspiel. Da muss die Eintracht ein bisschen mehr zeigen als heute.
Ich hoffe, dass wir im Rückspiel ein Oberbein bieten können. Also sein Fehlen war entscheidend heute. Muss ja sagen, wir haben also das Spiel war so kämpferisch betont und wir haben so Kampf angenommen und müssen ja sehr froh sein, dass wir also auch den Kampf geliebt haben. Vom Spiel habe ich nicht viel gesehen, von uns war nicht so gut, nur wir hatten also genug Chancen, um ein oder andere Tor zu schießen. Zu uns kommt jetzt noch Karl-Heinz Feldkamp, Trainer von Galatasaray. Erster fairer Glückwunsch, nette Geste. Karl-Heinz Feldkamp, ich nehme an, das Ergebnis kommt ihm ganz gelegen. Das ist ein Spiel, wer die Eintracht kennt, weiß, dass wir nur ein Stückchen weiter sind, aber das wird ein heißer Tanz in Istanbul, das weiß ich. Aber ich nehme an, die Erwartungen in Istanbul werden jetzt doch in den Himmel wachsen. Absolut nicht. Die Erwartungen waren bei der Eintracht so hoch. Der Steppi hatte genug Schwierigkeiten gehabt, das runterzuspielen. Und das war mir ganz recht. Und jetzt sind wir eigentlich ein bisschen da oben, wo der Steppi war. Aber ich glaube schon, dass wir da besser fertig mit werden. Im Spiel gab es eigentlich nur eine hundertprozentige Torchance. Und die hatten eigentlich die Spieler von Galatasaray. Wir werden die Szene gleich sehen. Das war ein kapitaler Fehler von Wolf. Dragoslav Stepanović. Ja gut, passiert in so einem kampfbetonten Spiel, gell? Passiert solche Fehler öfters. Nur muss ich ja sagen, ich muss ja die ganze Mannschaft komplett machen, weil wir haben heute fast auswärts gespielt und wir haben sich also sehr gut geschlagen. Wir haben da wieder angefangen, wo wir in Nürnberg aufgehört haben. Macht er normalerweise rein, der Mustafa, solche Bälle? Ich bin nicht verstanden. Macht er normalerweise rein, solche Bälle, der Mustafa, oder? Kann ich noch nicht wissen, er ist ein ganz junger Spieler. Ich weiß noch nicht genau was, aber er ist kalt und er hat auch Mut, das zweite Mal hinzugehen. Ich finde, die haben sich ganz gut geschlagen heute. Es macht mir Spaß, diese Mannschaft hier so vorzustellen. Ein Wort noch zur Atmosphäre. Leider zum Ende des Spieles hin gab es viele unschöne Szenen auf den Rängen. Sie beide haben für die Aktion Fairgate vor geworben. Was sagen Sie zu diesen Szenen noch? Das ist natürlich nicht steuerbar. Wir wissen eigentlich, dass das in der Türkei nicht verboten ist und dadurch sind die Fans auch nicht so trainiert, wie das in Deutschland der Fall ist. Ich bin enttäuscht davon, aber wie soll man ein solches Temperament steuern? Also ich bin da... Ich bin der Meinung, an der Atmosphäre braucht man nichts zu ändern. Und die Atmosphäre war wunderbar, dass die paar Raketen geflogen sind, haben sie keinen verletzt. Ja, was soll das? Gut, vielen Dank, meine Herren. Soweit die ersten Stimmen hier. Wir melden uns in wenigen Minuten noch einmal hier aus dem Waldstadion von Frankfurt.